Hallo, liebe Freunde des Vitalstoff-Blogs. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen und genussvollen Tag. Ich sitze hier bei mir zu Hause auf der Terrasse und genieße einen ersten lauen Frühlingsnachmittag an diesem Samstag. Mein Name ist Uwe Altschner und ich habe vor etwa 10 Jahren dieses Blog, auf dem ihr jetzt auf dessen Facebook-Seite ihr euch jetzt befindet und dieses Video seht. Ich habe das Vitalstoff-Blog vor etwa 10 Jahren ins Leben gerufen, geschaffen, weil ich damals einen Schubs in die richtige Richtung bekommen habe. Ich habe nämlich damals völlig aus dem Blauen heraus und zunächst mal für mich ziemlich unglaublich tatsächlich die Bedeutung von Vitalstoffen kennengelernt und mich dann entschlossen, diesen Schubs in die richtige Richtung auch weiterzugeben. Das heißt, ich habe damals begonnen, darüber zu schreiben, weil das Schreiben auch zu meinen Leidenschaften gehört. In den letzten Tagen habe ich zweimal im Blog, sowohl als auch hier auf der Facebook-Seite, über den Zusammenhang von Wissenschaft und nachhaltiger Gesundheit gesprochen. Und darum sollte es auch heute gehen, nachdem ich in der Zeitschrift Brigitte, hier seht ihr eine Kopie auf dem E-Reader, den ich habe. Also ich habe einen Stichwortdienst abonniert, an dem immer mal wieder die Stichworte zum Thema Gesundheit Artikel aufgeworfen werden. Und da kam heute Morgen dieser Artikel aus der Brigitte. Der heißt übrigens auch Schubs in die richtige Richtung, daher habe ich diese Anregung jetzt genommen. Und in dem Artikel geht es um den Schubs, den die Bevölkerung benötigen könnte, um sich gesünder zu ernähren. Gesunde Ernährung ist eben auch das Oberthema dieses Blogs, und ich habe mir diesen Artikel mal angeschaut und möchte da jetzt mal 2, 3 Aspekte rausgreifen, die sehr interessant sind. Also zum einen ist es ein Interview mit einer Ernährungspsychologin, Professor Dr. Jutta Mata ist es, und diese Frau hat sehr viele kluge Gedanken in diesem Interview mit der Brigitte artikuliert. Unter anderem hat sie darauf hingewiesen, dass das Thema Zucker natürlich ein Riesenproblem beinhaltet, allein schon deswegen, weil es mehr als 50 verschiedene Bezeichnungen gibt, unter denen Zucker im Warenverkehr, in Lebensmitteln auftaucht. Und insofern ist es für Verbraucher unheimlich schwierig, Zucker tatsächlich auch bewusst wahrzunehmen und zu entscheiden, was man da macht. Und in dem Artikel geht es dann unter anderem eben darum, ob Dinge, Hinweise wie die Verbraucherampel ein Weg sein können zu einem gesünderen Lebensweg. Und Frau Professor Mata nimmt dazu Stellung, und das ist wirklich sehr interessant, was sie dazu sagt. Ein Punkt allerdings ist etwas, wo ich jetzt hier nochmal gesondert drauf eingehen möchte in diesem kleinen Beitrag. Und zwar geht es Frau Dr. Mata darum, sie ist natürlich Wissenschaftlerin, und als Wissenschaftlerin wehrt sie sich unter anderem gegen Vereinnahmungsversuche der Industrie, und sie wehrt sich dagegen, dass die Industrie behauptet, Wissenschaft, die hier Dinge wie die Verbraucherampel propagieren, würden den Verbraucher manipulieren. Frau Mata sagt dazu, das ist eigentlich sehr bezeichnend, nachdem die Industrie jahrelang Verbraucher manipuliert hat, jetzt das der Wissenschaft zu unterstellen. So, auf diesen Disput möchte ich nicht sehr viel weiter eingehen, außer vielleicht mal euch hier auch den Hinweis zu geben, was denn eigentlich Wissenschaft ist, beziehungsweise wie Wissenschaft organisiert ist. Wissenschaft, und das ist ein Punkt, der mir wirklich wichtig erscheint, Wissenschaft ist zunächst einmal nichts Ganzheitliches. Es gibt keine
einzige Wahrheit. Insofern ist die Suche nach dem wissenschaftlichen Beweis immer auch so ein bisschen die Suche nach der Abgabe der Verantwortung. In dem Moment, wo Wissenschaftler sagen, dieses oder jenes ist so oder ist nicht so, wird dem gerade auch in der öffentlichen Diskussion, im politischen Raum, aber eben auch jetzt hier beim Thema Verbraucherschutz, Ernährung, wird dem sehr viel Bedeutung beigemessen. So, und auch darüber habe ich in den letzten beiden Beiträgen geschrieben. Da ging es eben auch um die zwiespältige Rolle, die namhafte Wissenschaftler bei der Beurteilung von gesundheitlichen Risiken oder auch bei der Beurteilung von Konzepten oder von Dingen wie Vitalstoffunterstützung, Vitalstofftherapie haben können. Die wird nämlich insgesamt nach wie vor in Deutschland recht kritisch behandelt. Warum ist das so? Und darauf möchte ich jetzt hier mal kurz nochmal hinweisen. Wissenschaft in Deutschland, und insofern ist Deutschland da tatsächlich anders als andere Länder wie beispielsweise die USA, in Deutschland ist Wissenschaft in ganz hohem Maße eine staatlich, öffentlich finanzierte beziehungsweise eine fremdfinanzierte Angelegenheit, in viel höherem Maße als jedenfalls in den USA, wo es große Universitäten mit sehr viel Vermögen gibt, die mit diesem Vermögen natürlich auch sehr viel unabhängiger eigene Forschung betreiben und finanzieren können. In Deutschland wird fast ausnahmslos Forschung über die öffentlichen Haushalte finanziert. Das heißt, es sind die Mittel, die im Wissenschaftsetat dann an die Universitäten ausgegeben werden und mit denen dann die Universitäten arbeiten und Forschung gestalten können. Und da die öffentlichen Haushalte insgesamt unter großen Druck geraten sind, nicht zuletzt auch durch Dinge wie die Bankenkrise, sind jedenfalls die Mittel auch für Wissenschaft, für Forschung immer weniger verfügbar. Die Quelle sprudelt längst nicht mehr so frei, wie sie gerade für Grundlagenforschung sprudeln müsste. So, und in dem Zusammenhang ist es dann wichtig, dass ein Ausweg gesucht worden ist durch sogenannte Drittmittelforschung. Drittmittelforschung ist etwas, was Dritten, also privaten Unternehmen in der Regel, erlaubt, Forschung an Universitäten zu finanzieren. Für Universitäten und für Wissenschaftler ist es eine willkommene Finanzierungsquelle für ihre Forschungen gewesen und ist es immer noch. Und dieser Zusammenhang ist aber in Bezug auf die Ergebnisse nicht ganz unkritisch zu sehen, weil natürlich die Unternehmen, soweit es sich um Unternehmen handelt, es gibt auch Drittmittel von Stiftungen, aber auch die sind oftmals dann doch eher im industrienahen Umfeld angesiedelt, sodass es dort mit den Finanzierungen, mit den Forschungsvorhaben immer sehr stark um eine Anwendungsorientierung geht. Das heißt, das, was da in Auftrag gegeben wird, soll unmittelbar dann auch irgendwann in einen Nutzen für unternehmerische Produkte und Kenntnisse umgemünzt werden können. So, daran ist zunächst einmal nicht sehr viel auszusetzen, außer dass es vielleicht sein könnte, dass all die Dinge, die nicht unmittelbar unternehmerisch nutzbar sind, wie zum Beispiel Wissen, was man nicht unmittelbar patentieren kann, nicht interessant sind. Das heißt, in diese Bereiche fließt zunächst einmal grundsätzlich dann weniger Geld, obwohl vielleicht, und das Beispiel Vitalstoffe ist ein solches Feld, obwohl vielleicht da das Grundlagenwissen von einem viel größeren gesamtgesellschaftlichen Nutzen sein könnte. Wenn dann aber auch noch insgesamt die Wissenschaftsgesellschaft, die Community in immer größerem Maße abhängig wird von solchen Drittmitteln, von Drittmittelfinanzierung, dann ist dann auch absehbar, dass es hier auch im Zusammenhang mit dem Konzept der gegenseitigen Begutachtung von Forschungsergebnissen, also den sogenannten Peer Reviews, also die Beobachtung von Forschungsergebnissen der Kollegen, der Peers, dass das etwas sein kann, wo dann auch eine zunehmende industrieorientierte Wissenschaftsfinanzierung problematisch werden könnte, nämlich genau in den Bereichen, wenn es
Anhaltspunkte geben könnte, die zur Vorsicht raten in Bezug auf gesundheitliche Entwicklungen von Industrieanwendungen. Und hier in dem Beitrag in der Brigitte ging es um Lebensmittelproduktion. Das Gleiche gilt aber dann auch für die Therapie im pharmazeutisch-medizinischen Bereich, wo ja in Bezug auf natürliche Heilmethoden und Vitalstoffe ist insofern nur eines dieser Felder in dem ganzen Komplex immer auch sehr stark nach der Evidenz gefragt wird, also sprich nach der Beweisbarkeit, nach der wissenschaftlichen Haltbarkeit. Das ist gut und auch richtig. Allerdings wird bei dieser Forderung nach Evidenz sehr schnell das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wenn nämlich als evident, als bewiesen immer nur ein Goldstandard, so wird ja auch die Formulierung verwendet, ein Goldstandard benutzt wird. Und zwar das Konzept der sogenannten randomisierten Doppelblindstudien. Das ist das, was tatsächlich hinterher als Beweis anerkannt wird und vorliegen muss, um dann zu Konsequenzen zu führen, um bewiesen zu haben, dass diese oder jene Substanz, diese oder jene Stoffe, dieses oder jenes Naturprodukt eine Wirkung hat. So, und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist bei Natur Zusammenhängen nur sehr, 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 sehr schwer möglich. Einfach allein deswegen, weil der Stoffwechsel so unglaublich komplex ist und da mehrere zig Faktoren zusammenspielen, die man in einer solchen Doppelblindstudie unmöglich heute kontrollieren kann. Ja, also momentan ist die Wissenschaft in der Lage, Studien durchzuführen, die fünf, vielleicht 10 verschiedene Faktoren kontrollieren. Und das ist dann schon eine sehr komplexe, sehr aufwendige Studie, die dann auch sehr teuer wird und entsprechend dann auch viel Geld braucht, um finanziert zu werden. Wir reden bei nachhaltiger Gesundheit, bei Stoffwechselprozessen im Körper, reden wir von, wie gesagt, mehreren zig Faktoren, die man kontrollieren müsste, um in einem solchen Doppelblind-Versuch nachzuweisen, dass eine Wirkung erfolgt. Das ist so gut wie nicht möglich. Darauf haben im Übrigen schon seit Jahrzehnten Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler, wie zum Beispiel Professor Bruce Ames, der an der Universität in Berkeley tätig ist, beziehungsweise tätig war. Er ist emeritiert, aber er ist immer noch in der Forschung aktiv. Ein sehr, sehr weiser alter Mann in der Forschung. Immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Doppelblindstandard für natürliche Wirkzusammenhänge nicht tauglich ist und dass insofern Ergebnisse und Indizien einfach zu wenig Beachtung finden, die auf natürliche Weise mit verhältnismäßig geringem Mittelumsatz, Einsatz dann auch zu einer besseren Wirkung, zu einer besseren gesundheitlichen Situation in der Bevölkerung beitragen würden. Das ist ein Feld, wo eben die Wissenschaft aufgerufen ist, auch in Deutschland sich dieser Tatsache einfach stärker zu öffnen, die Komplexität in diesem Bereich Stoffwechsel, Natur, Zusammenhänge im Körper anzuerkennen und den Evidenznachweis, Doppelblindstudien, der für synthetische Produkte, die der Körper nicht kennt, wunderbar geeignet ist, um zu zeigen, ob etwas wirkt oder nicht wirkt oder schädlich ist oder unschädlich ist, für natürliche Prozesse, wo zig Faktoren zusammenwirken, die unter anderem auch an verschiedenen Stellen im Körper jeweils gebraucht werden, kann man unmöglich mit einem solchen Modell nachweisen, wie wichtig eine Substanz ist, beziehungsweise wie wichtig eine Gruppe von Substanzen ist. Denn bei Vitalstoffen haben wir es in der Regel ja mit sehr komplexen Wirkzusammenhängen zu tun. Das habe ich mir erlaubt, in diesem Zusammenhang mit dem Bericht in der Brigitte einfach nochmal hier in die Diskussion auch einzubringen, auch euch ein bisschen da das Bewusstsein zu schärfen, beziehungsweise auch die Argumentation an die Hand zu geben, dass es bei der Frage der Wissenschaftlichkeit tatsächlich nicht ganz so eindeutig ist, wie manche Wissenschaftler gerne annehmen wollen. Wenn jemand sehr eindeutig sagt, das ist auf gar keinen Fall so oder so, dann ist immer große Vorsicht angebracht. In diesem Sinne noch einen schönen Tag, genießt die Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.